Moin zusammen, Auftakt zu einer neuen Serie, falls ihr wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Achtung, dieses Video hier ist ein Umfragevideo. Ich frage euch, ob ihr diese Serie wollt oder ob ihr sie nicht wollt. Und was ihr dafür machen müsst, wenn ihr die wollt, das sage ich euch nachher noch, das ist ganz einfach. Und der Inhalt des Videos ist quasi der Auftakt zu dieser Serie, falls sie überhaupt stattfinden wird. Im Prinzip ist diese Serie ein Schwank aus meinem Leben oder aus meinem ganzen Leben. Ich bin ja schon ziemlich alt mittlerweile und gehe auf die Rente zu. Oder gibt es überhaupt eine Rente? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie alt man sein muss, um Rentner zu werden, aber Schwamm drüber. Ein Schwank aus meinem Leben. Ich bin ja im Osten aufgewachsen in der DDR und da war das schwierig, seine Wünsche sich zu erfüllen und das zu machen, was man gerne hätte. Und das war wirklich nicht einfach. Ich war ja nicht politisch konform. Ich war nicht in der SED, also kein Parteimitglied oder sowas. Und wollte trotzdem alles machen. Und aufgrund dieser Tatsache, dass ich nicht sozialistisch programmiert war, sagen wir es mal so, hatte ich auch nicht diese Chancen. Mir wurde das Studium verwehrt, das erste und das zweite. Und es wurde gesagt, ich wäre zu dumm. Also zu dumm in bestimmten Fächern. Ich wäre zu faul. Ja, ich bin wirklich faul, muss ich ehrlich zugeben. Aber auf eine bestimmte Art und Weise. Das erkläre ich euch noch in diesem Video. Und da war das ein bisschen schwierig. Aber ich habe trotzdem studiert, wo ein Weg ist, da ist auch ein Wille. Aber das ist, glaube ich, genau umgekehrt. Aber ich habe schon im Osten es geschafft, mir meine Wünsche zu erfüllen und zwar mit einem ganz bestimmten System. Und das ist ja Inhalt dieser Serie. Welches System habe ich in meinem Leben verwendet? Also es waren eigentlich mehrere Systeme, aber immer die gleichen Grundsätze. Und warum hat das immer funktioniert? Ich kann das ja heute sagen, ich bin alt genug und es hat immer funktioniert. Das heißt, ich konnte mir immer das kaufen und das leisten, was ich gerne haben wollte. Im Osten war das zum Beispiel eine 16mm Kamera. Das war so ein Ungetüm für 16mm Film und die wollte ich unbedingt haben und ich hatte sie natürlich und ich habe 16mm Filme gedreht und viele davon sind noch nicht veröffentlicht worden. Und es gibt ein paar ganz interessante aus der Wendezeit von Demonstrationen, von Dingen. Und ich muss eines Tages diese Filme mal zeigen, ganz ehrlich. Die sind wirklich extrem cool. Ja, auch im Osten hatte ich ein Moped, hatte ich ein Motorrad. Ich hatte mehrere Motorräder im Osten. Ne? Ob das eine 150er war, eine 250er TS, eine Jawa 350. Was für ein cooles Teil. Und ich bin auch Rennen gefahren, schon im Osten, ja, und ach, naja, und viele andere Dinge. Aber so richtig war der Osten natürlich nicht dafür gemacht, so mein System umzusetzen. Dafür brauchte man dann schon den blühende Landschaften geworden sein. Genau, Kapitalismus. Da funktioniert das natürlich alles viel, viel, viel einfacher in diesem System, weil ja mein System beruht auf Effizienz und auf bestimmten Grundsätzen. Und weil ich so faul bin, funktionieren diese Grundsätze auch. Und das würde ich euch in dieser Serie gerne erklären. Es kam also die Wende und ich konnte mein Effizienzsystem, mein Optimierungssystem natürlich dann erst so richtig zur Geltung bringen. Und das war für mich natürlich wie so ein Geburtstag. Ne? Die Grenze war auf und mir standen alle Möglichkeiten offen und ich habe sie einfach genutzt. Und dieses Einfach-Nutzen ist wirklich einfach. Es sind also nicht irgendwie irgendwelche Tricks oder weiß ich was. Es sind ganz bestimmte Grundsätze, die man wirklich einfach einhalten kann. Einfach ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die ich eingehalten habe. Und ich habe schon, ich meine, jetzt haben wir das Jahr 2000
und 24 und ich habe schon vor 25 Jahren mehr als 300.000 im Jahr verdient. Ich meine, das ist eine lange Zeit her und da war ich noch jung damals. Und ich habe das über Jahre in ähnlicher Form verdient und konnte mir dadurch natürlich auch alles leisten, was ich gerne hätte. Ich bin überall hingeflogen, hingefahren. Das hat alles funktioniert und ich war immer noch ein fauler Mensch. Und faule Menschen haben eine Eigenschaft, sie optimieren Dinge, also manchmal, sie optimieren Dinge, damit ihre Faulheit weitergelebt werden kann. Viele Dinge konnte ich machen. Und viele Menschen sagen, das, was du gemacht hast in deinem Leben, das kann man gar nicht in einem Leben machen. Ja, natürlich kann man das machen. Das ist auch gar nicht so schwer. Ich habe viel Freizeit, heute noch sehr, sehr viel mehr. Denn es geht nicht immer um Geld. Früher ging es mir um Geld, weil ich wollte mir die tollen Dinge leisten. Und ich bin natürlich auch der Werbung verfallen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe das dann alles gemacht, ne? Und habe mir das auch alles gekauft, was ich wollte. Aber heute ist das auch ein bisschen anders. Ich habe ja die Dinge auch ein bisschen durchdrungen. Und heute sind für mich andere Dinge wichtig, nicht Geld. Ich habe einen Job gekündigt mit richtig viel Geld, und mache jetzt einen ganz anderen Job. Und was ist? Er ist noch viel, viel, viel besser als Geld. Und das ist doch das, wonach man eigentlich streben sollte. Die Arbeit sollte Spaß machen. Ich habe auch viele Jahre lang Arbeit gemacht, die nicht so einen großen Spaß gemacht hat, aber sie hat Spaß gemacht. Also sonst hätte ich sie nicht gemacht, weil wenn so eine Motivation nicht da ist, dann mache ich das einfach nicht. Und wie das funktioniert, auch zum Beispiel mit Motivation oder wie das funktioniert mit Verträgen, wie das funktioniert mit kleinen Schritten, um etwas zu erreichen und wie das funktioniert zwischen den Menschen und welches System man anwenden sollte, das würde ich gerne in diese Serie packen. Es sind sehr, sehr viele Sachen, die ich mir schon aufgeschrieben habe. Ich muss sie nicht zeigen, aber ich würde sie euch gerne zeigen. Natürlich würde ich den ein oder anderen Schwank aus meinem Leben erzählen, weil er quasi dafür prädestiniert ist, weil es die Dinge sind, die ich umgesetzt habe. Manchmal waren es ganz einfache, ganz kleine Sachen, die sich auf Dauer richtig auch gelohnt haben. Also nicht gelohnt unbedingt in Geld, aber die sich ja doch gelohnt haben, mehr oder weniger. Also das Richtige gemacht. Ich habe auch viel falsch gemacht. Aber Achtung, ich habe mehr richtig als falsch gemacht. Das ist die Hauptsache. Und wer was macht, wer was tut, wer handelt, wer agiert, der macht natürlich auch Fehler. Und ich mache jede Menge Fehler. Aber ich mache auch jede Menge richtig. Und das ist natürlich eine Waage. Und die Waage sollte im Positiven bleiben. Und dann funktioniert das Ganze auch. Wie funktioniert das ganze System? Es hat mit Zeit zu tun, es hat mit Selbstorganisation zu tun, es hat mit Selbstbewusstsein zu tun, es hat mit Geld zu tun, natürlich auch, aber nicht nur. Es hat mit vielen anderen Dingen zu tun, die Inhalt sind und die man manchmal einfach umsetzen kann und manchmal vielleicht auch etwas schwieriger umsetzen kann. Ich habe das im Hobbybereich gemacht und ich habe das natürlich im Beruf gemacht, sonst wäre ich in meinem Beruf nicht so erfolgreich gewesen. Und dann würde ich auch natürlich nicht so viel Geld verdienen, ganz klar. Weil die Leute geben, also die, die das Geld ausgeben, geben natürlich nicht so viel Geld aus, wenn da einer kommt, der nur die Klappe aufmacht und da ist einfach nichts dahinter. Und welche Dinge dahinter stecken, wie man dazu kommt und wie eigentlich jeder dazu kommen kann, also jeder nehme ich zurück, ne? Jeder wird, das stimmt einfach nicht, das ist ganz klar. Nicht jeder kann alles machen, das ist Quatsch. Aber jeder kann so ein bisschen machen, um sich eventuell ein paar Wünsche zu erfüllen oder eine bessere Lebensqualität zu haben, besser in der Familie klarzukommen und, und. Es sind ja mal ganz unterschiedliche Ziele, die so der Einzelne hat, ne? Der eine will Geld, der andere will Familie und der dritte will in Ruhe gelassen werden. Und sowas steckt natürlich alles dahinter. Was will man im Leben? Und das ist das ist Inhalt dieser Serie. Sie ist ein bisschen persönlich, gebe ich zu, aber genau, glaube ich, das ist der springende Punkt dabei.
Man kann immer nur aus Erfahrung lernen. Ich musste viele Erfahrungen machen, gute wie auch schlechte und auch wie ganz schlechte, aber auch ganz gute. Und diese Erfahrung kann ich einfach weitergeben. Was ist nun euer Anteil dabei? Der ist ganz einfach. Wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dass ich diese Serie mache, dann schreibt das einfach in die Kommentare rein. Dann schreibt das rein und dann liked auch das Video logischerweise, damit ich das sehe. Weil das ist die einzige Reaktion, die ich von euch sehen kann. Ich kann einen Kommentar sehen und ich kann ein Like sehen. Und was ich noch sehen kann, ist natürlich, ob jemand diesen Kanal abonniert. Also abonniert den Kanal. Das sind die Dinge, die ich sehen kann. Die drei Dinge kann ich sehen. Und das ist für mich ein Signal, weil ihr könnt mir ja nicht alle eine E-Mail schreiben, das funktioniert nicht. Aber das ist für mich ein Signal, um zu sehen, ob ihr das wollt oder nicht. Ich gebe euch heute den allerersten Tipp. Der ist natürlich ein bisschen, ja, für mich eigentlich, ne? Und der erste Tipp ist, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, dann ist der erste Schritt zum Machen, es geht ja um Machen, um Agieren, um Handeln, um etwas tun, nicht nur zuhören, um etwas tun. Dann abonniert den Kanal, auch wenn ihr nicht bei YouTube seid. Dann müsst ihr euch eben bei YouTube anmelden oder weiß der Fuchs wo, bei Google. Und dann könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das ist so ein erster Schritt. Wenn ihr das schafft, schafft ihr vielleicht auch weitere Schritte, weil dieses ganze System basiert auf ganz, ganz kleinen Schritten. Und das wäre übrigens der erste kleine Schritt. So fängt das an. Okay, das soll es gewesen sein. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt das da unten rein. Like das Video, abonniert den Kanal. Und dann weiß ich Bescheid und dann mache ich daraus eine Serie. Es geht nicht um Schießen, es geht nicht um Sport, es geht nicht um irgendwelche Dinge, die ich sonst zeige auf diesem Kanal, sondern es geht darum, sich das zu leisten, weil das wurde immer wieder angemeckert, angefragt, warum kann der Typ sich das alles leisten? Und das würde ich euch erzählen. Das ist der Hintergrund. Okay, soll's fürs Erste gewesen sein.